Manila. 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 Boah, wir sind jetzt hier gerade in Manila angekommen und wir gucken mal zusammen vom Balkon, denn wir haben ein richtig krasses Apartment, beziehungsweise der Blick ist krass. Das erste Mal, wir gucken alle zusammen. Nicht Linsen, gehen. Ja, ich muss da aufmachen. Wie geil das ist. Ich liebe solche Ausblicke über Städte, ne? Wenn alles so leuchtet und so. Boah. Und unser Apartment ist auch richtig schön. Ja, gucken wir mal rein hier. Das Bett, Balkon, Lea flippt aus, sexy Dings. Spiele machen, Raum immer größer, ist ganz cool und die Möbel sind einfach schick, ne? Kleine Küchenzeile so, ja, it's okay. Sexy Badezimmer. Hallo. Same shit, different country. Guten Morgen von dieser atemberaubenden Stadt, mit diesem atemberaubenden Ausblick. Wir nutzen die Zeit in Manila jetzt, um Pläne zu schmieden, wie wir die Zeit auf den Philippinen überhaupt verbringen wollen. Aber zuerst machen wir einen kleinen Spaziergang hier durch die Nachbarschaft, um ein bisschen wach zu werden. Wir versuchen irgendwie die Straße zu überqueren. Hier ist ein Gehweg. Gehen wir. Morning. Erster Eindruck? Mega schön. Einfach cool. Krass, Mann. Und so übertrieben freundlich. Wir gehen 5 Meter an den Fluss ran, das ist komplett anders. Da gehen wir wieder raus und Wolkenkratzer und krasser Verkehr und sowas. Wir kommen in so ein Konzert rein. Was ist hier wieder los, ey? Also mir wurde gesagt, richtig oft schon, dass man als Veganer eigentlich in den Philippinen verhungert und umkommt. Ich kenne allerdings auch schon überlebende Veganer und würde auf den ersten Eindruck jetzt in Manila sagen, geht voll klar. Vegan Cheese. Auf jeden Fall haben wir auch veganen Käse gefunden im Supermarkt, mehrere Sorten sogar. Und veganes Eis gibt es, vegane Cookies und so. Also es gibt auf jeden Fall im Supermarkt hier in Manila erstmal, kann man sagen, kriegt man alles. Und es gibt hier, glaube ich, ganz, ganz viele so Obst- und Gemüsestände. Also als Selbstversorger kommt man hier auf jeden Fall klar. OMG. Es ist jetzt einfach super schwierig. Und das da ist schon unser Gebäude. Das ist auch ein Coffee Shop. Das heißt, ich muss nur noch einmal raus. Coffee. Ah, was haben wir denn hier? Guck mal. Wer da so attraktiv auf der... Richtig, richtige Karte. Mit dieser Liftkarte können wir auch den Rest unseres Gebäudes erkunden. Auf geht's hier. Eine Lounge zum Arbeiten. Ein Zimmer, was nur für Gaming ausgerichtet ist. Ein großer Pool im Innenhof. Und ein Fitnessbereich. Und was für ein Gym. Total gut ausgestattet mit ohne Ende Kurzhanteln, Functional Equipment, guten Maschinen wie hier sogar eine Beinpresse und eine T-Bar. Und so ein Gym im Gebäude zu haben, wir sind hier übrigens im Knightsbridge-Gebäude im McCarthy-Viertel, das muss man eben auch mal ehren. Also bevor wir jetzt mit der Arbeit beginnen, gehen wir noch mal gerade hier runter für ein kleines Workout. Ich habe hier gerade das Borneo-Video fertig geschnitten, den ersten Teil, und es ist so gut geworden, das beste Video, was wir bisher hochgeladen haben. Falls du noch nicht gesehen hast, schaust dir gerne mal an, ich verlinke es dir gerade. Aber Lea und ich, wir checken jetzt erstmal den philippinischen Weihnachtsmarkt aus. Was ist unsere Mission für den Weihnachtsmarkt? Einfach nur Weihnachtstourismus. Glühwein. Und Glühwein, was es gibt, nimm den Glühwein. Aber eigentlich nur mal gucken, wie die Filipinos so Weihnachten feiern. Den Weihnachtsbazar im Ayala Triangle Garden haben wir uns dafür rausgesucht und schlendern gemütlich an den Ständen vorbei, bis wir völlig aus den Socken gehauen werden. Musik.
voll gegen die Nebelmaschine gelaufen, die ist umgefallen. Ich glaube, ich habe die kaputt gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe das da versaut hier mit der Maschine. Scheiße, ist der nächste Techniker da am Werk. Das tut mir echt leid. Und was sagst du hier zum philippinischen Weihnachtsmarkt? Viel geiler als deutscher Weihnachtsmarkt. Viel actionreicher, lebendiger, weniger Stände und Essen. Aber es ist einfach richtig schön. Und die Filipinos lieben, glaube ich, Beleuchtung in jeglicher Art. Weißt du, was auch gut ist an unserem Apart mit dem 59. Stock? Du siehst quasi alles im 180-Grad-Blick hier im Nordwesten Manilas. Und hier unten ist gerade ein Konzert. Und wir sehen perfekt, was abgeht. Und müssen keine Tickets kaufen.